Hallo, mein Name ist Christian. In diesem Video wollen wir euch zeigen, wie ihr die Membrane wechselt. Diese tauschen wir alle 24 Monate. Und wie das geht, das zeigen wir euch jetzt. Membrane falsch eingebaut? Das ist ärgerlich und teuer. In diesem Video zeigen wir euch deshalb, wie ihr die Membrane richtig einführt. Wir benötigen jetzt die passende Membrane für unsere Wasserfilteranlage. Ein Membrangehäuseschlüssel, ein 16er Maulschlüssel und eine Zange. Wie immer unser Tipp vorab, nimm den Schwamm aus dem Aquastop, damit dieser nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Wir schließen nun die Wasserzufuhr am Kaltwasseranschluss. Wir schließen den Tankanschluss und öffnen die Armatur für gefiltertes Wasser, um den Druck aus der Anlage zu lassen. Unser Tipp für den Membranwechsel: holt euch die Anlage aus dem Unterschrank hervor und setzt sie auf ein Tuch oder in eine Wanne. Wir lösen den Nachfilter vom Membrangehäuse ab und lassen ihn auf der Rückseite herunterhängen. Wir heben den Membrangehäusekopf aus der Halteklammer heraus und legen uns ein Tuch unter das Gehäuse. Wir lösen die Schlauchverbindung am Membrangehäusekopf mit dem Maulschlüssel, drehen die Mutter von Hand los und ziehen den Schlauch heraus. Mit dem Membrangehäuseschlüssel können wir den Deckel jetzt vorsichtig in Pfeilrichtung öffnen. Unser Tipp: haltet euch das Handtuch bereit, um austretendes Wasser aufzufangen. Wir heben das Gehäuse aus der hinteren Halteklammer heraus und lassen das Wasser in einem Eimer abfließen. Mit der Zange können wir jetzt die Membrane fixieren und mit leichten Dreh- und Ziehbewegungen aus dem Gehäuse herausziehen. Die alte Membrane können wir jetzt im Eimer zwischenlagern und später entsorgen. Unser Tipp: reinigt das Membrangehäuse von innen mit einem trockenen und sauberen Tuch. Wir nehmen uns jetzt die neue Membrane zur Hand, entfernen die Verpackung und führen sie mit den zwei schwarzen Gummiringen voraus in das Membrangehäuse ein. An dieser Stelle werden wir einen Widerstand spüren. Mit dem Daumen und etwas Druck können wir die Membrane weiter in das Gehäuse schieben. Ist die Membrane beschädigt, dann ist oftmals auch das Gehäuse von innen kaputt und beides muss erneuert werden. Damit uns das erspart bleibt, sollten wir jetzt Folgendes beachten. Unser Tipp: wir drücken von oben auf die Membrane, dadurch lässt sie sich weiter und leichter in das Gehäuse einschieben, bis sie komplett im Membrangehäuse verschwindet. Ist eure Wasserfilteranlage schon mehrere Jahre alt, so ist es sinnvoll, die beiden schwarzen Dichtungsringe zu tauschen. Der Deckel lässt sich jetzt leicht auf dem Gewinde aufdrehen und mit dem Gehäuseschlüssel in Pfeilrichtung schließen. Wir stecken das lose Schlauchstück tief in das Eckstück und drehen die Mutter von Hand fest. Mit dem Maulschlüssel können wir die Verbindung noch einmal nachziehen. Wir entfernen das Tuch und setzen das Membrangehäuse zurück in die beiden Halteklammern. Und setzen auch den Nachfilter mit den beiden Halteklammern zurück auf das Membrangehäuse. Super, der Membranwechsel ist abgeschlossen. Unser Tipp: legt euch ein Tuch oder Küchenpapier in den Unterschrank und stellt eure Anlage darauf ab. So könnt ihr Undichtigkeiten leichter erkennen. Wir öffnen den Tankanschluss, um die Anlage wieder in Betrieb nehmen zu können. Und öffnen die Wasserzufuhr am Kaltwasseranschluss. Abschließend setzen wir den Schwamm zurück in den Aquastop. Eure Anlage ist jetzt wieder betriebsbereit. Wenn dir das Video zum Membranwechsel gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Hey, mein Name ist Ben. Hallo? Hallo, mein Name ist Christian.